Schule ist es sicher schwierig, genug Geld zu verdienen, um überleben zu können, nur mit dem Sport. Deswegen braucht man sicher etwas noch nebendran, wo man sich den Lebensunterhalt verdienen kann. Deswegen habe ich angefangen, vor 4 Jahren zu studieren. Und ja, es ist auch ein guter Ausgleich, noch neben dem Sport etwas anderes zu haben. Es hat sicher seine Herausforderungen, Studium und Spitzensport zu kombinieren. Also ich hatte zum Beispiel Probleme mit Praktikas, dass ich nie dort war und ja, zu viel fehlte und deswegen nie abschließen konnte. Da hat mir Corona sehr viel weitergeholfen, da ich alles online machen konnte. Dort habe ich das Gefühl, könnte man sicher noch verbessern und für Spitzensportler dies mehr zugänglich machen. Im Nebenfach hatte ich Biologie. Das habe ich dann auf Psychologie gewechselt, weil ich im Bio einfach gemerkt habe, es ist unmöglich, dies abzuschließen während der Karriere, weil ich einfach die Praktikas nicht besuchen konnte oder nicht genug häufig, um dann abzuschließen zu können. Und Psychologie ist alles online oder das meiste. Und deswegen wird es hoffentlich einfacher, dieses abzuschließen. Ich hatte meine Koordinationsperson an der Uni Bern. Im Sport habe ich sicher sehr viel Unterstützung bekommen von diesen und ich war natürlich sehr froh, konnte ich die Prüfungen zum Teil im Ausland schreiben oder schon vorher schreiben oder dann später schreiben als meine Mitstudenten und Mitstudentinnen. Ein Ratschlag ist sicher, sich Hilfe zu holen bei Kontaktpersonen an der Uni, die mit den Dozenten sprechen können und Kompromisse finden. Ja, und dann sich sicher Zeit lassen mit dem Studium.